Millionen haben den Roman gelesen. Millionen erwarten den Film. Ich ermahne Sie eindringlich, dem Gericht die Wahrheit zu sagen. Durch hartnäckiges Leugnen erschweren Sie Ihre Lage nur noch mehr. Ich protestiere gegen diese Formulierung. Die erschwerte Lage, in der sich meine Mandantin befindet, verdankt sie einzig und allein dem einseitig geführten Ermittlungsverfahren. Ein Film klagt an und ein junger Anwalt kämpft für das Recht. Die Hauptverhandlung kann doch nicht dazu da sein, einen Angeklagten zu überrumpeln. Sie erleben einen Film, der nach einem Tatsachenbericht gedreht wurde, voller Dramatik und mit einer einzigartigen Spannung. Da man es aufgrund der bestehenden Strafprozessordnung unterlässt, mit der Verteidigung zusammenzuarbeiten und den Verteidiger nur einen Komplizen des Täters sieht. Woher nehmen Sie überhaupt das Recht, mich hier festzuhalten? Nur weil ich zufällig bei Fräulein Bernhardi war? Nein! Aber weil wir zufällig Ihre Fingerabdrücke am Babykorb festgestellt haben. Ja, ist doch und weil Sie Ihre Briefe beseitigen wollten. Und weil... Sie können einen völlig unschuldigen Menschen verhaften! Ja, was Sie sagen, seltsame Umstände. Ich meine, besteht ein begründeter Verdacht, dass Ingrid das Kind... Nein, das ist unmöglich. Das glaube ich nicht. Wie ich Fräulein Bernhardi kenne... Weil Ihr Kind ist ermordet worden. Erwürgt. Mit einem Gürtel, wie die Untersuchung ergab. Mit einem Gürtel, der Ihnen gehört, Fräulein Bernhardi. Sie glauben doch nicht, dass ich mein Kind... Ein Film, der uns alle angeht. Jeder von uns kann unschuldig in Verdacht geraten. Und wer weiß schon, welche Folgen es hat, im Zusammenhang mit einer Straftat beschuldigt zu werden. Warum darf man hier wie ein Schwerverbrecher behandelt werden? Weil jeder vor der Gerechtigkeit gleich ist? Was hat denn Gerechtigkeit mit diesen unwürdigen Verhältnissen zu tun, mit diesem stinkigen Klosett? Ich habe nicht geglaubt, dass sich Untersuchungshaft heutzutage noch in solch ein würdigendem Milieu abspielt. Wolfgang Staudte inszenierte mit schonungsloser Härte den neuen Kurt-Ulrich-Europa-Film Der letzte Zeuge. Originalaufnahmen im Untersuchungsgefängnis geben der mitreißenden Handlung das echte Milieu. Und hervorragende Darsteller lassen uns die schwersten Tage einer jungen Frau erleben. Sie sehen Martin Held, Ellen Schwiers, Jürgen Goslar, Adelheid Sieg, Luzi Mannheim, Werner Hinz, Lore Hartling, Siegfried Wischnewski, Albert Bessler, Blandine Ebinger, Harald Juntke und Hans Lothar. Ich wüsste aber noch jemanden mit einem glaubwürdigen Motiv, bei dem bis jetzt noch nicht feststeht, ob ein Alibi vorhanden ist. Es ist schrecklich, wenn ich das jetzt sage, aber der Tod des Kindes änderte alles. Er hat mir alles wiedergegeben, was ich schon verloren glaubte. Ja, sagen Sie bloß, dann hat sie das Kind umgebracht. Nein, nein, da steckt dieser Dr. Stefan dahinter. Ja, natürlich. Bei dieser neuen Liebesaffäre war dein Kind im Wege. Ihre Mandantin hat bis jetzt jede Tatbeteiligung geleugnet. Deshalb kann ich leider keine Akteneinsicht gewähren. Das heißt also, Akteneinsicht ist die Prämie für Geständige. Der Einspruch der Verteidigung, Briefe und Fotos nicht zum Gegenstand der Beweisaufnahme zu machen, wird abgelehnt. Wird der Antrag gestellt, die Öffentlichkeit auszuschließen? Statt zu fragen, wen ich liebe und wen ich nicht liebe, sollen Sie lieber fragen, wer ist der Mörder? Dazu musste der Zeuge aus Zürich kommen, damit Sie endlich die Wahrheit sagen. Hören Sie selbst, was der letzte Zeuge aussagt. Aber verraten Sie es nicht, wenn Sie den Film demnächst hier gesehen haben.